und hat mich gefragt, ob ich nicht auch noch hier vorbeikommen möchte. Ich komme jetzt gerade aus dem Wedding, da ist es ein bisschen ähnlich wie hier bei euch. Der Regen hat wahrscheinlich nicht ganz die Erwartungen erfüllt in Bezug auf Teilnahme und auch begeisterte Anteilnahme, die ihr euch vorgestellt habt. Da ist es ähnlich. Trotzdem finde ich es wichtig, dass wir hier heute sind, dass ihr hier heute seid. Ich habe vor 5 Jahren im Abgeordnetenhaus nachgefragt, wie es eigentlich mit der Bundeswehr an Schulen ist. Ja, genau. Und ich habe damals noch eine relativ feine Auflistung bekommen, was die Bundeswehr an Schulen wo macht. Und was macht die Bundeswehr an Schulen? Sie versucht dort Nachwuchs zu gewinnen, sie versucht dort jungen Menschen Krieg als Abenteuer zu verkaufen. Und es gibt hier in Berlin auch eine Jugendmesse, die U. Dort ist in einer Halle immer ein großes Kampfflugzeug aufgestellt, da ist ein großer Panzer aufgestellt, da kann man sich reinsetzen. Und man kann mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man mal ein Jagdflugzeug fliegt oder wenn man mal einen Panzer fährt. Und im Jugendmagazin Bravo hat die Bundeswehr mittlerweile, wie wir wissen, Anzeigen geschaltet in der Hoffnung, dass junge Menschen sich für den Beruf Krieger, und ich sage das ganz bewusst, Krieger entscheiden, weil das, was die Bundeswehr da macht, ist verharmlosend. Sie stellt nämlich das Ganze als ein großes Abenteuer, als eine berufliche Karriere dar, die sich mit keinerlei Konsequenzen verbindet. Aber Krieg verbindet sich immer mit Konsequenzen. Und zwar nicht nur für diejenigen, die den Krieg erleiden müssen, sondern auch für diejenigen, die in den Krieg ziehen. Für die Soldatinnen und Soldaten, egal welchen Alters, natürlich insbesondere aber für die, die jung sind, die aufwachsen oder die, wie Kindersoldaten in afrikanischen Staaten, gezwungen werden, geworben werden und gezwungen werden, auf andere Menschen zu schießen. Und deswegen treten wir ein, und ich hoffe, ihr tut es auch, dafür, dass Bundeswehr an Schulen und in Jugendeinrichtungen nichts zu suchen hat. Und ich... Ja, wir sprechen das ja. Und ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr der Aachener Friedenspreis an eine Berliner Schule gegangen ist, nämlich an die Blumenschule, in der die Schulkonferenz beschlossen hat, der Bundeswehr im Unterricht keinen Zugang zu geben. Klasse. Das finde ich großartig. Und ich wünsche mir, dass das Schule macht, dass dieses Beispiel Schule macht, dass in Schulen die Eltern, die Schülerinnen und Schüler, die Lehrer sagen, nein, wir wollen keine Armee, nein, wir wollen keinen Krieg in unsere Schule holen. Ich bin selbst in der DDR aufgewachsen, da war es normal, dass man in der 9. und 11. Klasse in ein Zivilcamp fährt, Handgranaten wirft und ähnliches. Auch das ist für mich aus meiner eigenen Geschichte eine Perversion, denn Krieg ist nie folgenlos und Krieg bleibt auch für diejenigen nicht folgenlos, die sich, ob im spielerischen Umgang mit Panzern oder Handgranaten, an die Normalität von etwas gewöhnen, was niemals normal sein darf. Eine letzte Bemerkung will ich noch machen. Es ist jetzt 20 Jahre her, als eine ganz große Koalition aus CSU bis SPD in Deutschland das Asylrecht de facto abgeschafft hat. Und es waren Pogrome und rassistische Schandtaten, die als Vorwand genommen worden sind, diejenigen zum Sündenbock zu stempeln, die am allerwenigsten in der Lage sind, sich dagegen zu wehren. Nämlich Migrantinnen und Migranten, Flüchtlinge. Und ich will deswegen auch noch sagen, Deutschland ist einer der größten Waffenexporteure, Deutschlands Waffen morden mit in aller Welt, aber die Folgen dieses Krieges, die schottet Europa und insbesondere Deutschland von sich ab. Die deutsche Drittstaatenregelung, das deutsche Asylrecht gilt jetzt überall in Europa, das heißt, die Schotten werden dicht gemacht, die Mauern werden hochgezogen und an den Grenzen Europas ist eine Agentur unterwegs, Frontex, die sich darum kümmert, dass diejenigen, die in Not sind, die Hilfe suchen, die Aufnahme suchen, nicht bis nach Europa kommen. Und deswegen glaube ich, dass auch der Gulu-Walk ein Anlass ist, nochmal deutlich zu machen, Hilfe und Solidarität statt rassistischer Behördenblindheit, Empathie statt Ausgrenzung und Stigmatisierung, Frontex auflösen. Ich finde, das ist auch ein Signal, was von diesem Tag ausgehen soll. Vielen Dank. Kinder waren wundervoll, das war super. Bravo! Und alle Abschlussreden werden zusammengeschmolzen auf die wahrscheinlich wichtigsten Worte von Yoki, der hier steht und der ein ehemaliger Kindersoldat ist.
Jucki hat unter anderem Kinder besucht im Rahmen des Lebenskundeunterrichts und hat darüber erzählt. Die Kinder durften ihn befragen. Und ich denke, das war auch für die Schülerinnen und Schüler was sehr Wichtiges. Und es ist wundervoll natürlich, dass wir das haben, diese Quelle. Und ich habe jetzt die Ehre, das zu übersetzen, was Jucki uns zu sagen hat. Okay. Yeah, it's really great to see such a wonderful action which you guys are doing here. Es ist wundervoll zu sehen, dass ihr trotz Wetter und anderen Widrigkeiten hier diese super Aktion gemacht habt. You know, as I was just talking to Johanna. Ich sagte gerade zu Johanna. That despite the weather, that to just see the hearts of the people just standing against a child soldier is just really overwhelming. Er hat es gerade zu Johanna gesagt. Das ist für ihn so schön zu sehen. Ich wiederhole mich jetzt, tut mir leid, trotz des Wetters. Das macht sein Herz ganz warm und es öffnet auch sein Herz zu sehen, dass wir hier laufen, um uns einzusetzen gegen den Einsatz von Kindersoldaten. Because I remember when I was 9 years old, when I was being kidnapped away from my parents. Er erinnert sich daran, dass er, als er 9 Jahre alt war und gekidnappt wurde, weggenommen wurde von seinen Eltern. Being a child soldier for 2.5 years. Und er wurde 2.5 Jahre als Kindersoldat eingesetzt. And I watched my own 2 sisters being raped in front of me and killed in front of me. Er hat gesehen, wie seine eigenen Schwestern, seine 2 Schwestern, vor seinen Augen vergewaltigt wurden und getötet wurden. And then my parents were being killed as well. Und auch seine Eltern wurden getötet vor seinen Augen. And I left with no hope and no dream as a young child. Er war ein kleines Kind, ein kleiner Junge, der da zurückgeblieben ist, ohne Hoffnung, ohne Träume. I live in the streets in Tanzania, in Mozambique, Zimbabwe, in South Africa. Er lebt in den Straßen von Tanzania, Mozambique, in Südafrika. I have no hope at all, and that nobody was even caring that they can help me. Er hatte keine Hoffnung mehr und er hatte auch das Gefühl, dass niemand sich darum kümmert, dass niemand sich dafür interessiert, wie es ihm und auch vielen, vielen anderen Kindern in der Situation geht. And I have so many questions to this world. Es gibt so viele Fragen, die er hat an diese Welt. Why, as a child, I have to go through difficult times? Warum muss er als Kind durch solche Situationen gehen und sowas erleben? Why my parents have to be taken when I was just 9 years old? Warum wurden seine Eltern davon abgehalten, ihn zu beschützen, wenn er als nur 9-Jähriger? Why I was born poor? Warum ist er arm geboren worden? Why I never go to school like any other child? Warum konnte er nicht zur Schule gehen, so wie die anderen Kinder? I have so many questions. Das sind so viele Fragen. But I want to tell you today. Aber ich möchte euch heute sagen. That my life has changed because there was one woman. Sein Leben hat sich geändert wegen einer einzigen Frau. One woman who have decided that you know what, I'm gonna stand against whatever a child soldier and I'm gonna stand with her and I believe that your life can change. Das war eine Frau, die gesagt hat, ich halte zu dir als Kindersoldatin und ich glaube fest daran, dass dein Leben sich ändern kann. And I want to tell you, when I remember and think about this woman, it sees just many people, it reminds you, all of you here. Wenn ich an diese Frau denke und wenn ich in eure Gesichter schaue, dann erinnert mich das genau an diese Situation. Maybe some of you may not see the difference yet of the step you have taken today. Vielleicht sehen einige von euch heute nicht, was ihr geleistet habt oder was für einen Unterschied das macht, dass ihr heute gekommen seid. There are many children in Africa today that cannot able to speak how they feel because of the pain they've gone through. Wir haben viele Kinder in Afrika, die diesen tiefen Schmerz spüren und die nicht in der Lage sind, den überhaupt zu äußern, weil es dafür keine Worte gibt für sie. They cannot come to Europe to speak about how they feel and ask for help. Sie können nicht hierher kommen nach Europa und nach Hilfe fragen, nach Europa, wo die Waffen produziert werden, die da eingesetzt werden. But you have decided to leave your own home, your own bed today and being the voice of the children in Africa. Aber ihr habt euch entschlossen, heute herzukommen und nicht zu Hause zu bleiben im Bett, um die Stimme zu sein für diese Kinder in Afrika. All I want to tell you that your voice will not return void. Eure Stimme wird nicht ungehört sein. And I just want to tell you that through things like this and the step you should take today. Das, was ihr heute macht und durch diese Schritte, die ihr heute gegangen seid. We may not be politic, we may not be involved in changing the world in politics. Wir denken, wir sind keine Politikerinnen und Politiker. Wir denken, wir können diese Welt nicht ändern. But to make a difference, you don't have only to be a politician. Aber um etwas zu ändern, müssen wir nicht in der Politik sein. A normal person like you, with the step you have taken today, you can make a difference. Und Leute wie wir alle, die wir heute hier sind, wir machen einen Unterschied. And I want to thank you so much for taking this day. Und er dankt euch so sehr für das, was ihr heute gemacht habt. I know this will be a day to remember, especially for me.
Er weiß, dass es heute ein Tag ist, an den er sich immer erinnern wird. Und that somewhere in Europe, in Berlin. Dass irgendwo in Europa, in Berlin. There are people who are walking and standing against child soldiers. Da sind Leute, die auf die Straße gehen und die sich wehren gegen den Einsatz von Kindersoldaten. There is no any greater life than to see people standing for other people who cannot stand for themselves. Es gibt nichts Größeres im Leben, als zu sehen, dass andere Kinder sich, andere Menschen sich solidarisch einsetzen für die Belange von. So once more again, I want to thank even the GULU team, the people who have been preparing. Ich möchte vor allem dem GULU Team danken. Ja. And I want to thank all the teachers I've been meeting during the schools. It's been fantastic. It's been amazing. Yeah. Wir haben gesprochen, das ist wundervolle Arbeit, die ihr macht mit den Kindern. And especially the children who were screaming, they were great. And to just be honest with you, I fall in love with those children like the way I never believed. It's what's been amazing visiting them in schools. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes dieser Kinder in mein Herz geschlossen habe, ganz tief. And you know, weil ich sie gesehen habe in der Schule, wie sie gearbeitet haben für diese Rechte. You know, I don't have family. I don't have my own sisters anymore. Ich habe keine Schwestern mehr. Ich habe keine Familie mehr. But when I arrived in these schools, I just feel at home. It was fantastic. Wenn it was ich amazing. In diese Schulen komme, fühle ich mich so zu Hause, weil ich sehe, wie ihr alle denkt und arbeitet und malt und schreibt zu diesen wichtigen Themen. So thank you and have a good day. Vielen Dank. Habt einen schönen Tag.